Hallo und herzlich willkommen hier an der FH Bielefeld. Ich bin Marvin und ihr schaut dieses Video wahrscheinlich, weil ihr eingeschrieben seid im Fachbereich Wirtschaft. Gerne hätten wir euch hier persönlich begrüßt. Im Moment sind große Veranstaltungen aber leider nicht erlaubt. Deswegen versuchen wir, alle eure Fragen hier in diesem Video zu beantworten. Am Fachbereich Wirtschaft hier im Hauptgebäude studieren ungefähr 3200 Studierende in 10 Bachelorstudiengängen, 11 Masterstudiengängen. Und zwar Vollzeit, aber auch praxisintegriert und berufsbegleitend. Ich darf heute dem Dekanatsteam des Fachbereichs Wirtschaft Fragen stellen. Hier sitzen für euch und für mich heute Professor Dr. Risa Öztürk und Professorin Dr. Nathalie Bartholomäus. Hallo! Hallo! Hi! Am Fachbereich Wirtschaft, wenn ich hier als Erstsemester ankomme, da muss ich ja ein paar Leute kennen. Was macht denn der Dekan oder die Dekanin eigentlich? Ja, also der Dekan, die Dekanin sind verantwortlich für die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Lehrangebots. Das hört sich jetzt vielleicht trivial an, aber da steckt doch eine ganze Menge drin. Zum Beispiel inhaltlich konzeptionell müssen wir arbeiten, dass also alles gut verarbeitet wird, was draußen an Trends da ist, dass sich das auch in der Lehre widerspiegelt. Dass wir juristisch sauber arbeiten und natürlich auch Ansprechpartner sind für die Studierenden. Okay, in welchen Fragen richte ich mich als Studierender an den Dekan? Eigentlich in den Fragen, wenn es um so technische, administrative Dinge geht. Nicht curricular, sondern wenn es darum geht, Stundenplan, wenn es darum geht, wie habe ich bestimmte Voraussetzungen für die Bibliothek, wie komme ich zu bestimmten Gebäudeteilen, wie komme ich in bestimmte Räume. Primär wichtig für die Studierenden sind dann die einzelnen Studiengangsleitungen, die dann wirklich curricular im Studienplan dann weiterhelfen können. Also das sind auf jeden Fall Leute, die ich kennen muss, Dekan, Dekanin oder eben die Studiengangsleitung. Richtig. Auf jeden Fall. Also da sollte sich jeder Student, jede Studentin schlau machen, wer ist eigentlich meine Studiengangsleitung, weil da eben auch sämtliche Fragen zum Studienablauf, zum Lehrangebot, auch zu logistischen Fragestellungen, auch sowas wie, wann gehe ich ins Ausland, kann ich mir was anerkennen lassen, also wirklich Rundumschlag sozusagen. Alles klar. Der Fachbereich Wirtschaft ist ja hier im Hauptgebäude ansässig. Gibt es da irgendwelche besonderen Orte oder was muss ich wissen, wenn ich hier diesen Fachbereich finden will? Was gibt es da für Sachen, die ich kennen muss als Studierender? Also neben den ganz tollen Hörsälen, die wir haben, tolle Infrastruktur, müssen Sie natürlich wissen, wo die Bibliothek ist, wo die Studienberatung ist. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen für die Studierenden. Natürlich die Mensa oder unsere Cafeteria, die ist natürlich wichtig, damit man auch gestärkt in die Vorlesungen gehen kann. Aber auch natürlich, wenn Sie bestimmte Projekte haben, dass Sie bestimmte Projekträume kennen. Aber es wird dann gleich am Anfang den Studierenden erklärt. Wir haben es alle mitgekriegt, der Regelbetrieb läuft gerade nicht so wegen der Pandemie. Wie läuft denn das an der Fachhochschule jetzt gerade ab? Was muss ich beachten, wenn ich hier vor Ort bin? Ja, also auch wir wurden natürlich total ins kalte Wasser geschmissen jetzt im letzten Sommersemester. Wir sind jetzt aber zum Wintersemester deutlich besser vorbereitet. Das heißt also, die Lehre wird weitestgehend digital stattfinden. Wir haben aber ein großes Team, Keep Teaching Team, was uns da in der Lehre auch sehr gut unterstützt hat, sodass sich die Studierenden durchaus auch auf eine tolle virtuelle Lehre mit uns freuen können. Aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass nur virtuell ja auch nicht das Wahre ist. Das war ein sehr wichtiges Feedback für uns aus dem jetzigen ersten Semester. Deswegen wird es also auch Präsenzen geben unter strengen Hygieneauflagen. Natürlich soll ja safe sein für alle. Aber die ersten Semester und auch das zweite Semester, die werden auch nochmal persönlich begrüßt von uns. Und es gibt auch im Verlauf des Semesters immer wieder fixe Einheiten, wo es Infoveranstaltungen geben wird, wie zum Beispiel zum Auslandssemester, Praxisphase, Bachelorarbeit und so weiter. Also ein hybrides Modell. Ja, also es wird auch die Momente geben, wo man sich wirklich mal in die Augen schauen kann. Vielleicht nochmal zu dieser digitalen Lehre. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also wir haben Lernräume, ILIAS heißen die. Da werden die Studierenden von vornherein erstmal über die Zoom, wir werden Zoom benutzen meistgehend, oder WebEx vorbereitet. Wir werden bestimmte Links reinstellen. Wir werden schon Literatur reinstellen, sodass man im Prinzip für die Vorlesung vorbereitet ist. Im Zoom-Meeting selbst ist es dann recht einfach. Der Kollege selbst ist vor Ort, wird die Lehre vortragen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, im Zoom-Meeting, im digitalen Meeting auch kleine Räume zu schaffen für Fragen, für Übungen und damit es auch am Ende auch interaktiv bleibt. Wie meine Kollegin schon sagte, ist es uns wichtig, nicht nur die Studierenden digital abzuholen, sondern auch zu vernetzen, untereinander zu vernetzen. Ich glaube, es macht Sinn, dann auch später nach den Vorlesungen
auch sich selbst mit den Studierenden untereinander auch zu vernetzen und nochmal zu wiederholen. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Das kenne ich aus meiner eigenen Studienzeit auch, dass es neben der Vorlesung wichtig war, mit Kolleginnen und Kollegen wirklich die Übungen durchzugehen. Und das hilft. Also es ist nicht bloß ein Video, was ich mir angucke, sondern man kann tatsächlich auch als Studierender dann in der digitalen Lehre mit Fragen stellen, mitwirken und es ist interaktiver als man. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Interaktivität ist sehr wichtig, um sie wirklich abzuholen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass sie auch ein Teil der Vorlesung werden und nicht wir einen Monolog halten. Das macht übrigens den Professorinnen und Professoren auch nicht Spaß. Kann ich mir vorstellen. Frau Bartholomäus, ist ja hier ein cooler Fachbereich Wirtschaft an der FH Bielefeld. Was sind die tollen Sachen? Worauf können die Studierenden sich freuen, wenn sie hierher kommen? Ach, das sind gleich ein paar Dinge, würde ich sagen. Wir sind sehr studierendennah. Das zeigen auch immer wieder Absolventinnenbefragungen. Das heißt, wir haben sehr viel 1-zu-1-Kontakt. Die Studentinnen können immer auf uns Lehrende auch zugehen. Dann sind wir sehr, sehr international. Wir haben verschiedene Doppelabschlussprogramme mit Partnerhochschulen im Bachelor- und auch im Masterprogramm. Wir haben zahlreiche Partnerhochschulen, jeder kann ins Ausland gehen, ob mit Stipendium oder ohne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir sind unwahrscheinlich gut vernetzt in die Praxis, also wir arbeiten sehr, sehr anwendungsorientiert in den Vorlesungen. Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen alle aus der Praxis, wir sind sehr gut verdrahtet mit Unternehmen, wir haben verschiedene Plattformen, wie beispielsweise Syncube, wo wir mit Unternehmen verdrahtet sind, die international sehr engagiert sind und das ist, glaube ich, schon insgesamt ein sehr besonderes Profil, wenn man eben weiß, als Studierender habe ich immer Ansprechpartner, ich kann mich international sehr, sehr gut weiterbilden und das, was ich mache, hat auch immer einen konkreten Bezug zur Praxis. Das klingt tatsächlich sehr realitätsnah, was uns da alle erwartet. Ja. Vielleicht noch mal kurz, auch jetzt kommen die an, waren vielleicht noch nie an einer Fachhochschule, als Sie studiert haben und als Erstsemester angekommen sind. Wenn Sie sich selber noch mal den Herrn Öztürk als Erstsemester treffen würden, was würden Sie dem für einen Tipp mitgeben? Ja, schon ein bisschen länger her, aber ich kann mich doch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, es war sehr wichtig am Anfang, und das hat meine Kollegin gerade auch schon gesagt, relativ schnell Anschluss zu finden. Und das in verschiedenen Richtungen. Anschluss zur Hochschule, zur Infrastruktur, die verschiedenen Infoveranstaltungen zu besuchen, anzukommen. Und die andere Facette ist, glaube ich, ist auch sehr wichtig, nämlich, was ich gerade auch beschrieben habe, die anderen Studierenden zu treffen. Ich glaube, das ist am Ende auch das, was am Ende Spaß macht. Denn wenn Sie Leute kennen, gehen Sie auch auf Partys. So, das war damals bei mir auch so. Ich denke, es wird auch heute nicht anders sein. Und neben dem Studium ist es wichtig, dass man auch sich sozial in dieser Hochschule auch verhält. Und dann zusammengefasst, diese verschiedenen Facetten führen dazu, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn sie sich wohlfühlen, ist es überall, so ob es zu Hause ist, ob es im Urlaub ist oder an einer Hochschule ist. Wenn sie sich wohlfühlen, macht Spaß und dann steht man auch gerne. Das klingt gut. Ja. Ja, ankommen, Leute kennenlernen, sich vernetzen, da hilft die Fachhochschule natürlich auch den Erstsemestern. Was wäre noch so ein Tipp, den Sie haben vielleicht, um jungen Studierenden irgendwie hier den Einstieg zu erleichtern? Ja, also ich würde gleich von Anfang an sagen, sie sind nicht hier, um immer nur von Klausur zu lernen. Das ist ganz wichtig, weil wir bieten so viel mehr auch an, wie man seine Persönlichkeit hier entwickeln kann und darum geht es. Also wir geben letztendlich Hilfestellung, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und das heißt nicht, ich sitze nur in Vorlesungen und lerne für die nächste Klausur und will die mit 1,0 bestehen und irgendwann nach 6 Semestern bin ich fertig. Sondern das heißt auch, dass ich über den Tellerrand schauen kann. Ich kann im Buddy-Programm mitmachen, neue Kulturen kennenlernen, wirklich erleben, was Diversität ist. Ich kann ins Ehrenamt gehen, ich kann hier in Gremien mitarbeiten, ich kann mich als Tutor engagieren und das, was ich schon kann, wieder zum Beispiel in Mathe an andere weitergeben. Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und wenn man offen ist für das große Ganze, was wir hier bieten, glaube ich, dann wird das ein tolles Zusammenspiel zwischen uns und den Studierenden. Vielen Dank. Ich habe jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie es hier am Fachbereich Wirtschaft ist. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie es hier auf dem Campus aussieht, dann schaut euch unseren Rundgang gleich noch an. Die letzten Worte gebühren natürlich Ihnen. Frau Bartholomäus, was würden Sie jetzt einfach zum Schluss noch an die Erstsemester richten? Ja, wir freuen uns, wenn wir Sie hier begrüßen dürfen und Sie können sich auf ein tolles Studium bei uns freuen. Herr Öztürk. Ich kann mich nur anschließen. Kommen Sie zu uns, entdecken Sie die Welt. Vielen Dank für das gute Gespräch. Danke.